auf Fahrzeugen dann lokal oder Anketten in Höhlen, die von den Tunnelsystemen in Verbindung mit dieser Hochgeschwindigkeitsstrecke geplant sind, die wegen der Erschütterung zerstört werden. Und auch ein Projekt oder eine Form des zivilen Ungehorsams, die dort sehr gemacht wird, ist, das nennt sich Tartar. Das bedeutet, Torten an korrupte Politiker zu werfen, unter anderem zum Beispiel auch die Präsidentin der Provinz Navarra, Yolanda, ich war Nachnamen habe ich vergessen. Und Martina. Von Amagoya soll ich euch herzlich grüßen und sie fordert uns auf, doch bitte, bitte lasst uns überall gegen Großprojekte diesem Beispiel folgen.